So, hallo, wir machen weiter. Bei Tears of the Kingdom, wir gucken uns aktuell das vergessene Plateau an. Haben da jetzt einen schönen Schrein gefunden. Es regnet in der Höhle. Oder was? Wieso? Hä? Oder sind es einfach so, weil wir Tropfsteinhöhle? Ja gut, okay, doch. Steine können tropfen. Kann ich akzeptieren. Ja, dann komme ich halt nicht an die Donnerblume ran. Ist jetzt auch egal. Und gucken uns hier gerade so ein bisschen um. Und haben hier einen Schrein gefunden. Was ganz gut ist. Weil ich schon gesagt habe, es gibt eigentlich kaum Möglichkeiten, sich ordentlich hier hin und her zu bewegen. Außerdem haben wir eine Fee markiert. Infos zum Let's Play in der Beschreibung. Ihr kennt das Spiel. Jetzt probieren wir mal was. Weißt du, ob ich jetzt da raus will? Das war überhaupt nicht. Das war überhaupt nicht. Nein, jetzt geht's mir meine Feen weg. Jetzt zieht's mir meine Feen weg. Das war überhaupt nicht, was ich wollte. Ich dachte, vielleicht ist da so ein Vorsprung mit einer Truhe oder so. War nicht der Fall. Schade. Ja. Eine Fee weniger. Hurra. Nee, da ist nix, ne? Nee, da ist nix. Okay. Gut. Ja, dann tschüss, Fee. War nett mit dir. So. Wobei ich die jetzt wieder haben müsste, ne? Weil es ja nicht gespeichert hat, dass die Fee weg ist. Also die dürfte eigentlich sogar wieder da sein. Ja. Okay, ich will jetzt nochmal zu dem Eisschrein. Weil da haben ja Pfeile ins Wasser gezeigt. Und es hieß doch gefangen im Wasser. Vielleicht ist das irgendein Hinweis. Ja, wir versuchen nämlich immer noch rauszufinden, wie ich die Statuen hier auf dem Plateau aktiviere. Und alles, was ich dazu gesagt bekomme, hat mir noch nicht so viel geholfen. Leider. Aber vielleicht muss man dafür auch das ganze Plateau einmal erforscht haben. Ist ja gut möglich. Vergessenes Plateau, Schlosstor, gefangen im Wasser. Ich check's halt nicht, ne? Ich check's halt einfach nicht, was die von mir wollen. Das ist ärgerlich. So, da drüben war's. Also da sind wir ja gleich wieder dort. So nice. Eiszapfpflanze. Oh, ach, das Viech kommt hier an. Und tschüss. Drecksding. Ach, jetzt ist er wieder weg, der Ballon. Naja, brauchen wir nicht. So. Schwarzexalfos war das. Haben mich schon gewundert, warum das so viel aushält. Jawohl. Ja, die geben halt echt ordentlich Synthesestärke. Holy moly. Da kann man nichts sagen.
So. Okay, jetzt gehen wir nochmal da hoch und gucken uns nochmal diesen Teich vor dem Ding hier an. Weil da haben ja die Pfeile hingezeigt. Ich habe das nicht gecheckt. Vielleicht ist da ja was im Wasser. Oh, scheiße. Den fotografieren wir auch gleich mal gerade. So, und jetzt kriegst du einfach aufs Maul. So. Arschloch. Okay, ein Herz sogar hat er gedroppt. Not bad. Ne, ein Horn war es, kein Herz. Hab gelogen. So, jetzt kommt hier aber besser nicht nochmal ein Gegner raus. Genau, weil jetzt ist hier, ne? Alles zeigt in dieses, in diesen Teich rein. Ist da irgendwas drin? Ich sehe aber halt nichts. Gefangen im Wasser. Na, hier, alles zeigt in diesen scheiß Teich. Aber wenn da was drin ist, wie soll ich da, also... Ne? Weiß es nicht. Was soll ich da, wie soll ich da... Wie soll ich da fortfahren? Oder fernfahren? Ha. Jetzt wird es erstmal Nacht. Wir speichern mal und ich springe einfach mal rein. Es wird zwar nicht, glaube ich, das Rätsels Lösung sein, aber hey. Beziehungsweise kann ich... Was kann man denn alles so werfen? Ich werfe mal eine Eisfrucht. Ja. Die machen nämlich solche Platten, das habe ich mir schon fast gedacht. Sehe ich jetzt hier irgendwas im Wasser? Nee. Ich habe halt keine Ahnung, wie ich hier irgendwas retten kann. Aber falls hier überhaupt irgendwas ist, ich weiß es ja nicht. Ach, lol. Da ist einfach ein Krog in der Mitte. Ja, okay, dann waren die Schilder für den Krog. Ja, okay, dann waren die Schilder für den Krog. Ist in Ordnung. Akzeptiere ich so, ist okay. Dann war die Schilder für den Krog und alles andere ist... Okay, dann ist hier nichts weiter. Aber was ist dann gefangen im Wasser? Ich bin gleich wieder tot. Ich will aber nicht gleich wieder tot sein. Ach, nervt mich halt nicht. Haben wir es dann? Prima. So.
Gefangen im Wasser, Schlosstor, vergessenes Plateau. Oder sind es mehrere so Statuen? Also, und das ist die eine jetzt, oder wie? Ach, ich weiß es doch auch nicht. Aber dass ich da halt nicht beten konnte, hat mich gewurmt. Die sagen einfach nur, vergessenes Plateau, gefangen im Wasser, Schlosstor. Das hilft mir nicht. Oh oh. Bleib weg von mir. Okay. Ha, da, da, da. Welches auch nichts Spannendes. Okay. Dann begeben wir uns jetzt mal Richtung zweites Miasmaloch. Und gucken mal da rein. Wir da ja auch noch irgendwas gesagt, beigebracht, keine Ahnung. Ah, hier oben auf der Spitze könnte natürlich auch noch was sein, was für mich relevant sein könnte. Man weiß es nicht so genau. Also hier auf den Dingen scheint auf jeden Fall nichts. Oh, hier sind ganz viele von denen. Ja, okay, wir müssen da hoch, da ist mit Sicherheit ein Krog. Da ist mit Sicherheit mindestens ein Krog. Mann, es ist so nervig. Ich drücke Speichern, er geht auf Abbrechen. Ah, shit. Wird es gleich ein bisschen kritischer hier. Oh Gott. Okay, pass auf. Ich probiere was. Hat gut funktioniert. Okay, das ist ein etwas größeres Lager. Dann gehen wir außenrum. Kein Interesse, mich mit denen jetzt anzulegen. Ja, wir sind hier Pazifisten-Modus. Ganz, ganz easy. Da ist schon wieder eine Sternschnuppe. Oder ist es die gleiche? Nee. Nee, die ist woanders. Ja, die bekommt man oft genug. Wenn man das wirklich möchte. So. Gib mir meinen Krog. Die ist ganz woanders. Das ist eine andere. Krogi! Sehr schön. So. Oh! Und ein Königszweihänder. Ah, hatten wir sogar schon mal. Okay. Ja, nix Waffentasche ist voll. Ja, tschüss, Bock, den Knochen. Ist hier noch irgendwas Besonderes? Nee, ne? Ist einfach eine Art Grabstätte oder sowas. Kann ich jedenfalls nichts mit anfangen. Nee, okay. Okay.
möglichst ohne viel Aufmerksamkeit weiter Richtung Miasmaloch. In der Hoffnung, dass ich jetzt hier nicht irgendwas ganz Wichtiges liegen lasse. Das wäre ärgerlich. Hier war damals auch so ein Lager. Ich treffe kein einziges Fass, ne? Nice. Scheiße. Mann, warum sind die so dumm? Oha! Hat einfach getroffen. Der hat einfach getroffen. Sick. Ist da drüben irgendwas Spannendes? Ich hoffe nicht. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. So, da müsst jetzt, genau, da kommt gleich das Miasmaloch. War das nicht hier irgendwo? Ah, hier, genau. Oh, das hat aber einen ganz kleinen Eingangsbereich. Ach so, nee, ist schon. Ist okay. Ist okay. So. Ich hätte halt aber jetzt gerne einen Speicher. Ach, Mann. Das ist das, was ich meine. Es gibt kaum Teleportmöglichkeiten zu diesen Löchern. Weil hier auch wieder kein Schrein ist. Doof. Ich will kurz was kontrollieren. Hier konnte man ja so hochklettern. Ne? So, und hier war ja auch mal was Verstecktes. Hier sind Bienen jetzt drin. Okay, die will ich eigentlich nicht stören. Wenn hier keine Höhle oder so gelandet ist, dann ist das okay. Und hier ist keine Höhle. Okay, ich tue euch nichts. Alles easy. Kann man noch so ransneaken eigentlich an die? Hat gut funktioniert. Mein Gott. Ist es mein Ernst? Okay, dann starten wir eh wieder oben und dann war da unten eh nichts Wichtiges. Dann war da unten eh nichts Wichtiges. Ja, sehr gut. Dann ist jetzt halt nur die Frage, wo
wo das jetzt hinführt. Wait, die habe ich schon ausgelöst. Ach so. Oder? Ja, die habe ich ausgelöst. Das ist die Nokuradat-Wurzel. Aber die hat keinen Schrein als Gegenstück da oben. Das ist also eine der ganz wenigen. Huch, Bruder. Das ist also eine der ganz wenigen. Eine der ganz wenigen. Eine der ganz wenigen. Gib mir den Kopf. So. Eine der ganz wenigen, wollte ich sagen. Wurzeln, die keinen Schrein als Gegenstück haben. Ich dachte, alle Wurzeln haben den Schrein als Gegenstück. Oder ist das der, das Gegenstück, ist das der Wasserfallschrein? Warte mal, das könnte sein. Ja, das ist der Wasserfallschrein. Ah, ich sehe. I see. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Oh, Bruder. Ja, aber dann waren wir hier im Prinzip schon so ein bisschen zumindest. Nicht so intensiv jetzt, aber so ein bisschen halt. Ha. Dann komme ich hier aber auch nicht... Ja, dann werde ich jetzt auch nicht schlauer, was das angeht mit der Geschichte. Um das Verlorene, also um die Statue. Dann werde ich ja auch nicht schlauer. Dann irren wir jetzt hier halt so ein bisschen rum. Weiß ich nicht. Toll. Da waren wir, ne? Was ist das? Kommen wir da hin? Ja, das sollten wir hinkommen. Ach, das ist wahrscheinlich einfach eine großes Irrlicht. Ja, aber dann ist es auch wichtig. Dann ist es auch wichtig, da einmal hinzugehen. Klettern. Eieiei. Das Schlimme ist halt, hier im Untergrund sieht alles gleich aus. Also ich würde mich überhaupt nicht zurechtfinden können. Kann ich jetzt auf dem Pilz hier landen oder falle ich runter? Okay, sehr gut. Jetzt geht's nach oben.
jetzt mein großes Irrlicht. Okay, war nur eins. Hä, habe ich nicht ein großes hier gesehen? Ah, sehr schön. Okay. Ja, nun also. Aber will ich jetzt hier überhaupt weitergehen, großartig? Das ist halt die Frage. Hier sind diese Statuen, ne? Und da hat sie gesagt, die zeigen alle in eine Richtung eines Tempels. Ist es vielleicht dieses Ding gemeint gewesen? Also es könnte ja auch sein, ne? Das wäre ja wirklich gut möglich, dass damit, also dass damit diese Zentralmine gemeint war. Vielleicht sollte ich dann mal wieder mit ihr reden beim Spähposten. Ah, diese Statuen sind wirklich seltsam. Das will ich dir gerne beantworten. Sieh dir diese gewaltige Statue mal an. Ah nee, die zeigt in gar keine Richtung. Ja, hier sind überall welche. In Richtung der nächsten zu blicken und dann immer so weit. Ach so, okay. Ja, ja. Schon klar. Schon klar, dass du ein Jäger bist. Okay, wir essen kurz was, weil ich habe keine Lust, gewonnen-hittet zu werden. Irgendwas Kleines. Ja, perfekt. So. Das funktioniert. Nein, ich sterbe mit meinem Felshammer, wollte ich nicht. Mann! So, tschüss. So, was gibt's hier Hübsches? Haben wir alles schon. Okay. Hier wird's ein Ballon. Wo was drin liegt. Ach so. Okay, ja, genau. Die gucken immer zu... Okay, jetzt folgen wir mal den Statuen. Haben wir die Zeit dafür? Ja, wir haben ein bisschen Zeit dafür. Okay, wir folgen mal den Statuen. Maybe bringt das ja irgendwas. Da habe ich gerade irgendeinen ganz komischen Lichtschimmer gesehen. Hä? Jetzt ist er weg. Aber da ist... Ah, das sind solche Lager. Ich habe keine Lust auf diese ganzen Lager. Da! What the heck? Was ist denn hier los? Und die guckt jetzt in die Richtung. Sind hier irgendwelche Truhen oder irgendwas? Ja, hier kann ich auch 3 Millionen Sachen bauen. Problem ist halt, ja, jetzt ist ja auch so ein Schlitten und sowas. Hilfe. Wenn man schon irgendwelche coolen Baupläne hätte, könnte man hier wahrscheinlich direkt einfach was fertig bauen lassen. Ne? Und so, keine Ahnung. Räder sind hier, alles Mögliche. Hilfe. So, in welche Richtung guckt sie? In die Richtung. Okay.
Ja, da ist die nächste. Aber ich will es nicht. Oh mein, das sieht sehr groß aus hier. Das sieht sehr, sehr groß aus. Weiß nicht so recht, ob ich das jetzt möchte. In welche Richtung guckt sie? Okay, in die Richtung. Aber sie gucken so ein bisschen von dem Ding weg. Das finde ich gar nicht mal so verkehrt. Oh, hier ist eine. Hier ist eine neue. Ja, wir überfliegen den Teil hier einfach mal. Das sieht alles sehr gefährlich aus. Okay, die Kollegen hole ich mir mal schnell. Oh mein Gott, hier geht's einfach irgendwo in die Tiefe. Was ist denn jetzt das da unten wieder? Gut funktioniert. Da ist auch was groß. Es ist überall was Großes. Ich raste aus. Da ist eine Wurzel. Da ist eine Wurzel. Okay. Okay, ich flieg kurz zu der Wurzel. Das kann auf jeden Fall nicht schaden, die auszulösen. Das kann auf gar keinen Fall schaden, die auszulösen. Gucken wir mal, was das jetzt hier mit auf sich hat. Der Rudo-Hochebenen. Ja, das ist halt. Da waren wir halt noch überhaupt nicht. In der Oberfläche waren wir da halt noch gar nicht, ne? Das ist jetzt halt einfach. Ja, ne? Das ist jetzt halt einfach hier unten. Da waren wir halt im Untergrund. Es ist zu groß. Dieses Spiel ist zu groß. Hilfe. Guck mal, hier ist schon wieder so eine Statue. Geht's einfach noch weiter runter. Okay, es hat gut funktioniert. Und die guckt jetzt wohin? Nach da. Was läuft denn da rum? Aminigama. Stimmt, die hatten wir auch schon mal. Gutes Timing. Alter, aber es ist. Warte, wo guckt die hin? Die guckt nach da. Die gucken alle nach da. Okay, ich guck mir dieses große Ding mal jetzt noch schnell an. So ein bisschen zumindest. Das sieht schon wieder nach irgendwas Wichtigem aus. Könnten wir jetzt mit dem Aufzug, wollte ich sagen. Könnten wir jetzt mit so einem Dings hoch? Oh nee. Wollen wir uns kurz mit ihm anlegen? Ja, komm, scheiß drauf.
So noch Bauteile hier. Ah! Jetzt hätte ich mich beinahe zu Tode erschrocken. Was fällt dir eigentlich so an zu schleichen? Forscherkleidung, du könntest, du wärst von der Jägerbande. Wie? Du besitzt gar keine Forscherkleidung? Das heißt, du bist von der Jägerbande? Nein. Ich weiß genau, wie geschickt die sich verkleiden können. Ja, ja, du bist selber von der Jägerbande. Ja, ja. Natürlich. So. Diesmal aber mit einer vernünftigen Waffe. Und das noch sowas wie ein Schwert haben. Und tschüss. So. Okay. Einzelne Gegner bekämpfen geht ja noch ganz gut. Alter, was ist das denn hier? So, ich wollte aber eigentlich hier hoch. Ich wollte ja hier hoch, ne? Das war ja mein Plan. Also, let's go. Wenn ich das jetzt mal trenne, hat es das sich dann eigentlich gemerkt. Also. Ich kann es gar nicht trennen. Auch interessant. Aber hat der jetzt so einen Luftballon da drin? Oh mein Gott, der. Okay, also ich finde den Verlauf an sich ja ganz cool. Aber jedes einzelne Ding, das findest du ja nie wieder dann, das Zeug. Aber ich wollte jetzt halt gerne den einmal zusammensetzen. Damit er dann gespeichert ist. Aber ich kann ihn nicht auseinandernehmen. Das ist natürlich doof. Ah, warte. So. Weil dann kann er sich das nämlich speichern, dieses Ding. Und jetzt wären natürlich die Dinger noch ganz praktisch. Das kann jetzt noch da in die Mitte. Huch. Genau. Und dann können wir hier auch nochmal ransetzen. Okay. Dann starten wir doch mal nach oben. Das hat jetzt nicht so komplett gereicht, aber ein bisschen. Den Rest schaffen wir so. Hier ist auf jeden Fall auch wieder eine große Statue. Homo, homo, homo. Da ist die nächste.
Die guckt jetzt in die Richtung. Ja, also hier hoch. Witzig wird's, wenn wir jetzt bei den Statuen rauskommen, wo wir gestartet sind, sodass wir sozusagen jetzt die Statuen vorher erst angefangen hätten. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass das gleich passiert. Dass wir uns jetzt erstmal wieder den Statuen nähern, wo wir schon waren. Weil ich ja dann komplett woanders hingedriftet bin, ne? Nee. Sieht das wegtechnisch so aus? Nee. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Okay, die guckt nach da. Hoch! Drache! Oh. Ah, das ist die nächste aber. Die guckt hier hoch, okay. Ja, du musst mich nicht angreifen, ich tu dir nichts. Also normalerweise. Was ist schon wieder dieses extra beleuchtete Ding? Warum ist das extra beleuchtet? Was ist das? Warum ist da Licht? Ah. Nee. Ist das nochmal so ein Labyrinth? Aber ich glaube, das ist das, wohin die Statuen zeigen. Das ist doch nochmal so ein Labyrinth. Ja, da gucken die hin. Südliches Irrschloss. No. No. Aber ich komme eh nicht rein. Das muss man wahrscheinlich wieder von oben, unten, links, rechts öffnen. Ich komme aktuell eh nicht rein. Okay, ist nicht weiter schlimm. Hier wieder eine Schiene zum Abheben. Ja, hier könnten wir jetzt wieder so ein Flugzeug wahrscheinlich bauen. Oder sowas ähnliches. Aber guck mal, die Statuen zeigen trotzdem noch weiter irgendwo hin. Das ist noch nicht mal das Ende des Statuenwegs. Ach du grüne Neune. Oh, aber guck mal, die zeigt jetzt zu der. Da waren wir auch noch nicht. Die leuchtet zwar, aber da waren wir noch nicht, oder? Ja. Ich bin ja schon froh, dass ich mich hier bewegen kann, ohne dass ich ständig von irgendwelchen Gegnern genervt werde. Das ist ja schon mal was. Und wir bekommen ordentlich Seelen. Irrlichter. Ja. So, die zeigt zu der. Ja. Wir holen uns mal schnell eine Schuppe.
Okay, wir holen uns keine Schuppe. Wir holen uns keine Schuppe, ist in Ordnung. Hier sind schon wieder Bauteile. Jetzt muss ich irgendwie da hochkommen. Hallo. Na gut, ich meine, ich kann ja... das so machen. Ja, das ist ein anderes Licht. Das ist nicht von mir. Ja, aber wir nähern uns, denke ich, dem Ende des Wegs von den Statuen. Die guckt jetzt dahin. Kriege ich jetzt eine Schuppe? Nice. Die Frage ist nur, wo landet sie? Ah, das ist jetzt schlecht. Ja, das ist jetzt ganz schlecht. Komme ich da ohne Schaden ran? Naja, fast. Es war weniger schlimm als erwartet. So. Nächste Statue. Ich habe nur kurz die Irrlichter holen, die ich verpasst habe. Eieieiei. So, und die zeigt natürlich wahrscheinlich den Weg da hoch. Ja, okay. Nächste Statue. Nee, das ist keine Statue. Das ist irgendein Gebilde. Ach, hier ist so ein Ding wieder. Ein heiles Soldatenschwert. Da ist die nächste Statue. Das ist immer noch der Drache. Der jetzt wieder einen Abflug macht. Wo guckst du hin? Weiter hoch. Ja, jetzt wird's kritisch. Ja, hier komme ich durch. Ja. Ja, hier komme ich durch. Da ist ja schon die nächste Dings wieder. Gegner oder... Naja, könnte, ne? Jäger-Typ halt wieder sein. Ich bin voller Miasma. Endlich kommt jemand, meine Rettung. Ich bin voller Miasma, mir geht's gar nicht gut. Ich brauche dringend Sonnenflecken. Ja, und jetzt tötest du mich.
Licht der Riesenbäume, ja. Ja. Schon klar. So. Easy. Gar kein Act. So. Ich will die Statue nicht aus den Augen verlieren. Die war zeigen. Ich meine, die ist jetzt ist halt wieder da, das nächste Ding, ne? Ja, okay, hier ist ja die Statue. So, kann ich mit dir fahren, so ein bisschen? Okay, keine Ahnung, wie das Ding funktioniert. So nicht. Vielleicht ohne dieses komische Teil da dran. Das wäre vielleicht eine Idee. Mich würde jetzt interessieren, ob ich damit über Miasma fahren kann. Wir probieren es mal aus. Yeah! Cool. Da ist auch die nächste Statue. Okay. Lösen wir diese Wurzel hier auch aus. Gerudo-Wüste. Jo, wir sind jetzt unterirdisch dort, wo wir überhaupt gar nicht im Spiel sein wollten aktuell. Aber hey, ist in Ordnung. Ich versuche halt gerade, ich würde halt gerne diesen Weg der Statuen mal jetzt hier. Na? Aber das hört ja irgendwie nicht auf. Die guckt jetzt hier hin. Am Ende führen die einfach komplett einmal durch den ganzen Untergrund. Und es ist überhaupt nicht so, dass es irgendwann aufhört. Das wäre auch irgendwie witzig. Aber irgendwie auch nicht. Mann, geht mir doch nicht auf die Nerven. Ich will den ganzen Loot hier nicht verpassen. Noch irgendwo Loot? Nee, sieht gut aus. Ah, schade. Egal. Passt schon. Da ist die nächste Statue. Aber es geht jetzt halt schon ganz schön lange mit den Statuen. Ne? Ich weiß nicht, ob das ein einzelner Weg ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Was? Was ist das? Ich will das nicht. Gigama. Okay. Ich denke, um den kümmern wir uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.